Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich singe dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Töne, den Klang hast du mir gegeben. Von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, du Hüter des Lebens, dir singe ich mein Lied. So heißt es in einem Lied aus unserem Liederbuch, dessen Melodie wir gleich hören werden. Und wir stimmen so heute in die Worte und die Melodie ein, weil Gott uns ein Lied des Lebens geschenkt hat, uns zugekommen durch sein Volk Israel und seinen Sohn Jesus Christus. Denn wir sind am Gründonnerstag zusammen, um die Einsetzung des für uns so wichtigen gemeinsamen Mahles mit Jesus, das Abendmahl, zu erinnern und uns so selbst wieder in diesem Lichte der Geschichte Jesu zu sehen und zu verstehen. So grüße ich Sie und euch alle dazu ganz herzlich. Denn wenn wir auch nicht die wirkliche Gelegenheit haben, das Mahl und den Gottesdienst des Gründonnerstags gemeinsam miteinander zu feiern, so sind wir ja doch im Geiste Jesu miteinander verbunden. Die Tische haben wir deshalb so angeordnet, dass sie im Kreis miteinander stehen. Dabei gibt es eine Lücke, und zwar dort, wo die Kamera steht. Dort denken wir uns den Tisch von Ihnen und euch zu Hause. Geschlossen wird der Kreis hier oben von jenem Tisch, welcher der Tisch unseres Herrn Jesu Christi ist. So sind wir in diesem Tischkreis also miteinander verbunden und möchten wenigstens auf diesem Wege etwas von unseren heimatlichen Gottesdienstorten zu Ihnen und euch nach Hause bringen, wo ihr auch eingeladen seid, nachher vielleicht ein Stück Brot zu nehmen, zum Beispiel am Abendbrottisch, für einen eigenen Gedanken oder ein Gebet. In Psalm 111 lesen wir: Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Möge Gott uns alle in unserem Zusammensein segnen. Amen. Wir hören das Lied: Ich singe dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Woran wir glauben. Neue Worte aus unserem Gesangbuch. Wir glauben an den einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns Menschen zu seinem Bild. Er hat Israel erwählt, ihm die Gebote gegeben und seinen Bund aufgerichtet zum Segen aller Völker. Wir glauben an Jesus von Nazareth, den Nachkommen Davids, den Sohn der Maria, den Christus Gottes. Mit ihm kam Gottes Liebe zu allen Menschen, heilsam, tröstlich und herausfordernd. Er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus, aber Gott hat ihn auferweckt nach seiner Verheißung, uns zur Rettung und zum Heil. Wir glauben an den Heiligen Geist, der in Worten und Zeichen an uns wirkt. Er führt uns zusammen aus allen Völkern, befreit von Schuld und Sünde, beruft zum Leben,
in Gerechtigkeit und Frieden. Mit der ganzen Schöpfung hoffen wir auf das Kommen des Reiches Gottes. Amen. Lasst uns beten. An diesem Abend, Gott, sind wir deine Gäste. Dankbar erinnern wir uns an alles, was du uns geschenkt hast und was du uns schenkst durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch seine Nähe, seine Liebe, seine Begleitung an guten Tagen und in schweren Zeiten. Zu seinem Gedächtnis hören wir dein Wort und erinnern und vergegenwärtigen das Mahl, das er uns geschenkt hat. Und hören immer wieder neu sein Wort für uns, für dich gegeben. Und vertrauen darin auf seine Gegenwart mitten unter uns. So bitten wir dich, sei du bei uns, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, hier und in den Häusern, zu Hause und überall auf der Welt, wo seines Namens gedacht und vertraut wird. Sei bei uns mit deinem Geist der Verständigung und des Vertrauens, der Vergebung und der Ermutigung, der Gemeinschaft und des Friedens. Amen. Warum ist diese Nacht anders als alle anderen? So darf das jüngste Kind einer jüdischen Familie fragen, am Vorabend des Passafestes, beim gemeinsamen Mahl. Das ist so bis heute. Und die Älteren erzählen dann die Geschichte, die wir gleich hören werden. Sie halten die Erinnerung lebendig, wie Gott das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat. Vor dem Auszug aus Ägypten gab es ein Mahl, mitten in der Nacht. Ein Schutzraum, wenn auch nur für kurze Zeit. Stärkung zugleich zum Aufbruch. Und dann führte der Weg in die Freiheit. Dieses Ereignis ist aufgeschrieben im 2. Buch Mose, im 12. Kapitel. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, hier ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats, da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand. Man sollte es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Wir hören nun das Lied When Israel Was in Egypt's Land.
Bethlehem, Bochum. In ganz vielen Städten unseres Landes und dieser Erde hat es schon die Aktion Unbezahlbar gegeben, die der Künstler Johannes Volkmann ins Leben gerufen hat. Es werden dann zum Beispiel auf dem Marktplatz der Stadt viele Meter lange weiß gedeckte Tische aufgebaut, auf denen sich ebenfalls solche in weißes Papier verpackte Teller finden. Und auf diesem Teller kann man dann schreiben, was für einen selbst unbezahlbar ist. Eine schöne Aktion, da sie in ganz freier und sehr sinnfälliger Form Menschen verschiedensten Alters und Herkunft zusammen und zum Nachdenken darüber bringt, was für sie ganz wichtig im Leben ist und was man eben mit Geld nicht kaufen kann. Es finden sich darauf dann so Dinge wie Familie, Gesundheit, jeder einzelne Moment des Lebens, Liebe und vieles andere mehr. Unbezahlbar. Was würden Sie in diesen Tagen darauf schreiben, da wir ganz umfangen sind von den Sorgen der Pandemie? Die Gesundheit, sie würde ganz sicher ihren Ort haben. Die Familie, Dinge, die man vermisst, füreinander da sein können, jemanden besuchen, die Großeltern zum Beispiel oder auch kranke Angehörige. Jene, die im Moment ein besonders hohes Risiko der Ansteckung und auch psychischer Belastung tragen, damit es weitergeht, auch sie hätten sicher ihren Platz. Medizinische Berufe, Pfleger und Pflegerinnen, Verkäuferinnen und Verkäufer, Ärzte und Ärztinnen, Polizistinnen und Polizisten. Aber wahrscheinlich kommt auch in den Blick, was zum Beispiel von unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden immer mitbenannt wird, wenn sie sich im Unterricht in einer Wertepyramide aus einer Anzahl von 10 bis 12 Werten für 6 entscheiden müssten. Dann tauchen darunter zum Beispiel in der Regel auch die Schule und die Bildung auf. Oder ein Auskommen und eine Arbeit haben, finanzielle Sicherheit, Frieden. Und wenn wir dann noch ein Stück weitergehen und jenem nachspüren, was nun vielleicht gerade nicht ganz unmittelbar als notwendig für unser Leben erscheint oder zumindest zu risikobehaftet ist, was aber doch für unser Leben wichtig ist, dann kommen mit einem Mal auch all jene Dinge in den Blick, die wir sonst vermissen. Vielleicht das Osterfeuer am Wochenende und die anderen, die man sonst trifft zu Ostern. Der Friseurbesuch, ein Kaffee in der Stadt oder der Besuch in einem Geschäft, um etwas Schönes zu kaufen. Der Alltag und der Weg zur Arbeit, etwas schaffen dürfen. Aber auch die wichtige Möglichkeit, anderen zu helfen, wie bei der Tafel, in den Beratungsstellen oder sich einzusetzen und aufmerksam zu machen, zum Beispiel auf einer Demonstration auf die schwierige Lage in den Flüchtlingslagern in Griechenland. Versammlungsfreiheit. Und nicht zuletzt natürlich auch wieder die leichteren Dinge des Lebens, dass Arminia doch den nächsten Schritt machen möge in die erste Liga. Gerade in diesen Tagen werden uns viele Dinge in den Sinn kommen, die uns wichtig sind, die das Leben reich machen. Eine schöne Aktion also, die freilich in ihrer inhaltlichen Aussage keine ganz neue Idee ist, wie ich meine. Denn nehmen wir in unseren Gemeinden nicht schon immer an einem Tisch Platz, wenn es darum geht, miteinander zu bedenken, was für uns unbezahlbar ist, was uns im Leben geschenkt ist, was wir nicht irgendwo einfach für Geld bestellen könnten? Denken wir allein an unser Erntedankfest im Herbst, welches dieses Ganze in den Vordergrund stellt. Oder das Geschenk des Lebens in Taufe und Konfirmation und dem Nachspüren, was uns im Leben trägt. Oder eben auch an unser gemeinsames Mahl, wie heute am Gründonnerstag. Natürlich sehen wir dann auch wieder den Unterschied zur Aktion des Künstlers. Denn unsere Bilder und Erzählungen sind andere. Wir bedenken all dieses Miteinander vor Gott, im Gebet, werden dankbar im Herzen oder sprechen eine leise Bitte darin aus. Brot und Wein, die Bibel, eine Kerze sind unsere Gaben. Weil wir meinen, dass es noch einen anderen Ort gibt für das, was uns im Herzen bewegt. Dass da eine Quelle und eine Kraft im Leben ist, eine ewige, wie es in einer biblischen Übersetzung heißt, oder zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, wie in einem Lied beschrieben. Und auch die Traurigkeiten unseres Lebens nicht vergessen sein wollen und ihren eigenen Platz brauchen. In der Lesung hören wir so jene Erzählung des jüdischen Volkes Israel, welches den Passamal erinnert und vergegenwärtigt: Wir waren einst in Ägypten in Knechtschaft und Sklaverei gefangen.
haben unter der Herrschaft gelitten, mussten Frondienste leisten, waren gedemütigt, Menschen unteren Ranges. Aber Gott hat uns herausgeführt aus dieser Knechtschaft und hat uns sein Leben in Freiheit und Würde geschenkt. Gebote, Menschlichkeit, ein Bewusstsein, den Fremdling nicht zu unterdrücken, dem Armen zu helfen, geschwisterlich zu sein. Sich nicht von den guten Geboten Gottes und dem Leben, das Gott darin schenkt, entfernen. Einen Rahmen zu einem guten Leben hat er gegeben. Ein Gut des Glaubens, das dann auch zu einem Gut der Menschheit wurde und uns alle auch bewahrt, das nicht mit einer Währung zu messen ist. Und in der biblischen Erzählung von Jesu mal mit seinen Jüngern, dafür vergegenwärtigen wir uns dann als christliche Gemeinde, für uns, wenn Jesus für uns in unserem Herzen ist. Jesus, der mit einer Liebe geliebt hat, die nicht gerechnet hat und nicht überlegt hat, wo sind da Grenzen gesetzt? Der Feindschaft, der anderen Kultur, des Neides, der Hartherzigkeit oder religiöser Gesetzlichkeit. Sondern immer zuerst den Menschen in seiner Würde vor Gott in den Blick nahm mit je seiner eigenen Geschichte. Der aus einem Vertrauen und einer Wahrheit gelebt hat, die wusste, Gott ist wie ein Vater, barmherzig und gütig, bei dem du dir nicht mit deiner Leistung eine Leiter in den Himmel bauen musst und der doch zugleich aber auch achtend und fordernd für das Leben ist. Denn selig sollen die Friedfertigen sein, die Armen, die Traurigen, jene, die Gerechtigkeit suchen. Sie sollen finden und wir sollen dabei helfen. Der aus einer Hoffnung lebte, die spürte, was Gott in seinem Reich schenkt und schon jetzt daraus Kraft gewann. Es ist nicht alles ferne Zukunft, sondern auch hier. Die Saat, die aufgeht, ein Senfkorn dort, das Gelungene, was man sehen kann. Die Lilien auf dem Felde, all dieses ist ja da. Doch am Ende natürlich wird einmal alles seine Zukunft sein. Jesus, der als Sohn Gottes und schließlich auch Freiheit verbürgt, die für uns im Hinblick auf seine Geschichte bedeutet, dass wir niemand anderem im Leben wie im Sterben zu eigen wären als alleine ihm, unserem Herrn Jesus Christus. Was für eine Freiheit ist uns geschenkt. Daran denken wir heute, das vergegenwärtigen wir uns. Und dieses auch umso mehr, da ohne ein Vertrauen und ohne eine Liebe, die den Nächsten nicht aus dem Blick verliert, ohne eine Hoffnung und eine Menschlichkeit, wie sie Jesus lebte, solche Zeiten, wie sie uns im Moment begegnen, nur schwer zu bewältigen sind. Dass seine Liebe unser Leben präge, dass seine Worte zu unserer Würde werden und sein Vertrauen unser Trost wird, das wünschen wir uns deshalb sehr und Gott möge uns deshalb darin segnen. Amen. Wir hören nun das Lied Bewahre uns Gott, behüte uns Gott.
Am letzten Abend, als Jesus mit den Seinen zum Essen zusammensaß und Brot und Wein zum Segnen in die Hände nahm, da deutete er beides auf seinen Leib und sein Blut hin und nimmt uns auf diese Weise bis heute in seine Geschichte hinein und in die durch ihn geschenkte Liebe Gottes. Uns wird dabei immer wieder neu gewahr, Jesus war Gottes Sohn, aber er war zugleich ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Mensch wie du und ich. Er hat gelebt und gelitten, er hat geliebt und sich dahingegeben für uns, damit wir Frieden haben mit Gott in unseren Herzen und für das Gute in der Welt. Wir hören Worte aus dem Matthäusevangelium. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Wir sehen das Brot und erinnern uns, Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wir sehen den Wein, den Saft der Trauben und erinnern uns. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir entzünden das Licht und erinnern uns, Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Korinther: Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. So wissen wir uns miteinander verbunden, hier und in den Wohnungen, zu Hause und in der Welt, wenn wir das Brot essen, wo immer wir auch gerade sind. Und im Vertrauen auf die Nähe und die Liebe Jesu im Herzen beten. In der Zeit der Pandemie essen wir das Brot und wir hoffen, bald wieder zusammen zu sein in den Familien, in den Krankenhäusern und Seniorenheimen, wo Menschen auf Besuch und Nähe warten. Am Abendmahlstisch unseres Herrn, am Frühstückstisch zu Ostern, bei der Arbeit oder in der unbeschwerten Freizeit. Wir essen das Brot und beten für die Menschen in den Ländern, die noch schlimmer von der Pandemie betroffen sind. In Italien, in Frankreich, in Spanien, in den Vereinigten Staaten. Ich möchte beten für die Menschen, die im Sterben liegen und an Corona sterben. Ich möchte beten für die, die in diesen Ländern entscheiden müssen, wer leben kann und wer sterben muss. Nimm du das in deine Hände, das Leid der Menschen, genauso wie die Not derer, die darüber entscheiden müssen. Schenk denen, die und heimgehen, Heimat bei dir. Und denen, die zurückbleiben, Kraft, das zu tragen, was sie erleiden mussten. Sei du bei uns, Gott, in der Not dieser Zeit.
Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.